von der Liebe bringt uns Tränen und etwas Schmerz. Aber wenn schon, davon bricht ja doch kein Herz. Und wenn ich merke, dass man mich nicht mehr lieb hat, dann sag ich leis, leb wohl und denk mir dabei. Ein Abschied von der Liebe ist mir gar nicht so einerlei. Aber wenn schon, das geht auf einmal vorbei. Was starrst du denn dauernd zu deinem Vetter rüber? Oder sollte es die Lissi sein? Na, dann wollen wir dich weiter in deinen Betrachtungen nicht stören. Ja, eben. Darf ich mich noch einen Augenblick zu euch setzen? Bitte. Eigentlich wollten wir gerade gehen. Und bleibt dann noch eine Stunde hier. Ach nein, es ist ja schon so spät. Rudi, nimmst du noch einen Mokka bei mir? Nein, ich muss ja doch meinen Vetter noch ins Hotel bringen. Außerdem ist er wirklich schon sehr spät. Ich habe morgen viel zu arbeiten. Zu einem Mokka hätte es doch wohl noch gereicht. Schade. Früher hattest du mehr Zeit für mich. Wir kommen natürlich mit bis zum Taxi. Selbstverständlich. Ich danke für die hohe Ehre. Aber bis zum Taxi finde ich meinen Weg allein. Gute Nacht, Rudi. Gute Nacht. Wer ist denn eigentlich der Herr, mit dem die Lissi da gesessen hat? Kunstmaler. Und ich weiß, ein alter Freund von mir. Gewesen. Die beiden haben nämlich Krach miteinander. Mhm. Sag mal, soll es mit euch beiden noch lange so weitergehen? Mhm. Gar nicht mehr. Heirate doch bald. Du bist so total verrückt. Wieso denn? In unserer Familie, so eine Tingeltangel, so eine Dame aus dem Tanzlokal? Spar doch mal deinen Protest. Lern erst mal meine Braut kennen. Ach, du meinst gar nicht? Wen du meinst, die meine ich bestimmt nicht. Na, das ist ja großartig. Na du, hast du Feuer gefangen? Och, vielleicht. Na, Feuer, Alma, wann kommt denn Ihre Herrschaft eigentlich von der Reise wieder zurück? Sie wollen noch ein paar Tage in Karlsbad bleiben. Frau Schubert will noch ein paar von abnehmen. Ich denke, die werden heute schreiben. Haben Sie was für mich, Herr Postrat? Heute leider nicht. Wissen Sie vielleicht, ob der Kunstmaler oben im Atelier ist? Ich kam nämlich in einen Schein für ihn. Nee, der ist schon vor einer Viertelstunde weggegangen. Dann ist alles nicht. Ruf muss ich doch. Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Aber Schnaps ist mir lieber. Hey, hey, hey. Ja? Ach so, jawohl. Was, der Maler ist schon wieder weggegangen? Der ist doch erst heute Morgen nach Hause gekommen, gerade als der Bäckerjunge die Brötchen brachte. Sagen Sie mal, wie macht denn der das eigentlich? Interessiert Sie das? Nee. Der passt sowieso nicht in so ein besseres Haus. Bei der nächsten Gelegenheit, da fliegt der. Die Modelle, die Sie hier sehen, tragen die Bezeichnung Modelle Hilde. Die neuen Entwürfe sollen ja von einem namhaften Künstler stammen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Er soll aus Freundschaft für die Inhaberin die ganzen Modelle entwerfen. Bisschen mager. Findest du nicht auch, Clara? Viel dran ist nicht. Aber die Kleider sind hübsch. Also, Rudi, so geht das nicht mehr weiter. Warum denn nicht? Seit Monaten entwirfst du für meinen Salon die schönsten Modelle ohne jedes Honorar. Aber hör mal, ich kann doch von meiner Braut kein Geld nehmen. Aber warum denn nicht? Jede Leistung für den Lohn ist wert. Ich weiß schon was Besseres. Was denn? Wir heiraten. In 4 Wochen. Das ist ja großartig. Man kann ja auch seine wertvollsten Mitarbeiter nicht eng genug an sich fesseln. Nur wenn schon. Ich glaube, der junge, schlanke Herr, lebensvoller Hülle, das ist der. Der zukünftige oder der Modezeichner? Beides. Ja, den kenne ich, der ist doch so auf dem Trocadero. Stimmt, der hat es dort auf die Sängerin abgesehen. Na, da kann man ja Fräulein Hilde nur gratulieren. Aber so sind sie ja alle, diese Künstler. Nicht nur die Künstler, die anderen auch.
Karl, dass es das letzte Atelier bis bei Rudolf sein wird. Warum denn? Na, du weißt doch, dass er heiraten will. Warum also sozusagen Abschied vom Junggesellenleben? Na, ein bisschen früh fängt er an zu feiern, der gute Rudolf. Na, er wird doch ein streng solider Mann in die junge Ehe gehen. Dafür braucht er eine Vorbereitungszeit. Das glaube ich gern, was er im andauernden Lebenswandel. Aber rein, ja, also hier. Haben wir etwas mitgebracht? Na, natürlich, natürlich, ich bin schon dabei. Hier, bitte Sie, da auch. Hier ist auch noch was, bitteschön. So, noch zwei habe ich. Hier, bitte auch. Und eins noch. Ja, na? Nein, das muss innerlich angewandt werden, nicht äußerlich. Der Theo hat auf seinem Gut eine Brennerei. Er fabriziert aus lauter Liebhaberei allerhand tolle Elixiere, die er dann an seine guten Freunde verteilt. Ich habe nicht mehr, ist alles ausverkauft. Also Kinder, kommt, umziehen, Damen nach darüber, Herren darüber und so weiter. Na, das kann ja mal wieder heiter werden heute Nacht, wenn wir erst in Stimmung sind. Einmal nur möchte ich das miterleben, einmal mit dabei sein. Ach, in dieser liederlichen Gesellschaft? Doch nicht dein Ernst. Freund Else, das ist für Sie, da halten Sie lieber an was Solides. Aber der Herr Schrader ist ein so netter Mensch und gar nicht stolz. Ich möchte auch wissen, worauf. Vielleicht auf den Klimbim, den der da heute Abend wieder loslassen will? Ist denn sowas überhaupt erlaubt, Herr Schulze? Von mir aus nicht, aber mich hat ja keiner gefragt. An die Polizei müsste man sich wenden. Polizei bin ich hier im Hause. Immer Betrieb bei Rudolf. Schade, dass das jetzt aufhört. Wird er noch hiermit erwartet? Mhm. Meines Wissens die Lissi vom Trocadero. Aha, scheint schon angekommen zu sein. Ach, Lissi, das ist aber nett, dass du zu mir kommst. Das ist doch Ehrensache. Ich kann dich doch unmöglich an deinem letzten Junggesellenabend allein lassen. Ja. Wo bleibst du denn? Oh, Verzeihung. Aber dieser Bengel hat mir doch wieder kein Wort gesagt, dass der reizende Star des Trocadero heute Abend hier erscheinen wird. Für Nachtigall, lieber Peter, Nachtigall. Star oder Nachtigall ist ganz egal. Reizend ist auf jeden Fall. Darf ich mir erlauben, als besondere Anerkennung eine Flasche von meinem Spezial. Wo habe ich denn die Flasche? Die habe ich doch extra für Sie stundenlang auf dem Herzen getragen. Ach hier, da bitte schön. Also gehen wir. Sieh mal an, der Vetter Theodor, der legt sich ja mächtig ins Zeug. Sollte der eine Vetter den anderen abwesen wollen? Warum denn nicht? Bleibst du doch wenigstens in der Familie. Ein Abschied von der Liebe. Ein Abschied von der Liebe ist mir gar nicht so einerlei. Aber wenn schon, alles geht ja einmal vorbei. Ein Abschied von der Liebe bringt uns Tränen und etwas Schmerz. Ich glaube, ihr wollt lieber was Lustiges hören, nicht? Aber natürlich. Also, ihr wär's dann mit Junger Mann im Frühling. Ja, Junger Mann im Frühling. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweien sein. Was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an. Und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur. Denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Er lacht sich eine an. Kinder, nicht so laut. Wer aus ist, mit Gott, ist mit einem Sein.
solltest lieber deine Tropfen nehmen, wenn du solche Zahnschmerzen hast. Sie sind nur für die Patienten. Mir hilft nur Cognac. Ich kenne doch meine Natur. Sieh mal das da. Es ist unglaublich. Glauben Sie nicht, dass es ganz reizvoll wäre, wenn wir uns gelegentlich einmal wiedersehen würden? Vielleicht. Kommen Sie doch mal wieder zu uns ins Trocadero. Zu uns? Ja. Würde ich Rudi dort auch treffen? Ach nein. Ich glaube, der wird sich nicht mehr oft bei uns sehen lassen. Nein? Da komme ich morgen. Großartig. Hm? Als Witzklappfigur herumlaufen, ein Zahnarzt mit geschwollener Backe. Aber es muss doch etwas geschehen, damit dieser Lärm endlich aufhört. Also so kann ich nicht gehen. Schick doch die Else raus. Oh Gott, am liebsten ging ich ja selber rauf. Aber Else kann es auch ausrichten. Hört Sie das da oben? Also Sie gehen jetzt hinauf, aber merken Sie sich gut, was Sie denen da oben ausrichten sollen. Und der Vollmacht des Hausvaters fordere ich Sie auf, sofort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Also, sei mal friedlich, alter Freund. Ich bitte dich, alter Freund, nein, Sie, dass Sie fertig sind. Was wollen Sie da eigentlich? Sie sehen, die Leute sind schon bedeutend ruhiger. Ach ja? Sind Sie, kommen Sie, gehen Sie doch. Stoßen Sie mal los, gehen Sie mal hier. Was Sie hier treiben, Herr Schrader, das ist nicht Ihre Ruhestörung. Und darauf steht bei uns Kündigung. Und zum nächsten Termin, da fliegen Sie, dafür werde ich sorgen. Ja, gut, ja. Und andernfalls sprechen die Gerichte. Bitte sogar darum, Herr Schulte, bitte sogar. Schade, Husten hat er auch, ne? Wiedersehen, Herr Schulze. Wiedersehen.
Daraus werden die Gerüchte sprechen. Ach, da würde ich überhaupt nicht hin. Das ist ja Quatsch. Die Leute verstehen alle keinen Spaß. Wir müssen auch besser. Nee. Nein, ist das letzte Adelie-Fest. Nicht so klar. Ärger dich mal nicht, ja, schrei nicht so rum. Jetzt wollen wir erst mal einen hinter die Binde gießen. Ja. Ja. Los, weiter Musik. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Guten Morgen. Mein Schlüssel bitte. Ja. Bitte welche Nummer? Was für Nummer? Wagennummer 39? Verzeihung, Leute. Ich meine die Zimmernummer. Zimmernummer? Hab ich vergessen. Sehen Sie doch mal nach, ja. Wie war der Name, bitte? Name tut nichts zur Sache. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. War es vielleicht diese? Ja, so ungefähr hat er ausgesehen. Junger Mann im Frühling. Ja, ich gleich ihn auch fragen. Das ist furchtbar nett von ihm. Ja. Aber Fräulein, warum denn so eilig? Bleiben Sie doch noch ein bisschen. Das ist ja ulkig. Wo ist denn meine Brieftasche? Na, wo ist sie denn? Sonderbar. Weg ist sie. Na, herein. Ja, haben wir Leute. Was haben Leute? Na also, mit dem Hören geht's wohl noch. Aber mit dem Sehen scheint es bei euch zu hapern, sonst müsstet ihr gemerkt haben, dass sich eine Hoteldiebin hier eingeschlichen hat. Rufen Sie mal den Direktor. Ich werde sofort unsere Hoteldetektive benachrichtigen. Ach, Hoteldetektive, ich will meine Rechnung haben. Bitte sehr. Sie packen sofort meine Koffer ein, schleunigst. Nicht eine Minute bleibe ich länger hier in dieser Räuberhöhle. Wer hätte das vor 4 Wochen gedacht, dass Sie morgen schon zum Standesamt gehen würden? Haben wir gar nicht überraschend. Ich habe schon damals bei der Modenschau etwas geahnt. Na, das wird ja heute Abend einen Riesenrummel bei Ihnen geben. Oder feiern Sie im neuen Atelier Ihres Bräutigams? Wir feiern überhaupt nicht. Mein Bräutigam ist für den Polterabend nicht zu haben. Er hält solche Scherze für altmodischen Kram. Verstehe ich nicht. Er ist doch sonst nicht so. Sein Atelierfeste sind doch direkt berühmt. Darf ich einen Augenblick berühmen? Entschuldigen Sie, meine Damen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Dabei hat er doch solche Heuchelei bei Fräulein Hilde überhaupt nicht nötig. Sie ist doch selbst so lebenslustig. Ach, die Männer sind doch zu dumm. Wem sagen Sie das? Sicher steckt etwas ganz anderes dahinter. Das kennt man doch. Wenn die Herren Künstler heiraten, markieren sie auf einmal den soliden Spieler und wenn sie es noch so fast die Kinder in den Ohren haben. Da haben sie es. Dankeschön. Ich brauche jetzt nichts mehr. Sie können gehen. Guten Abend, Herr Schrader. Guten Abend, Rudi. Franzl, ach, das ist ja wunderbar, dass du da bist. Tag, mein Junge, komm. Guten Abend, Rudi. Gib gleich her, komm, hängst der Garderobe. Komm, mach das hier ein bisschen gemütlich. Nicht bedien dich selbst, siehst ja. Alles klar, recht. Schön hast du es hier, Rudi. Überhaupt kein Vergleich mit deinem alten Atelier. Sei froh, dass du doch rausgeworfen worden bist. Bin ich auch. Ich fühle mich überhaupt blendend. Das sieht man. Das junge Glück des angehenden Ehemannes strahlt förmlich aus allen Knopflöchern. Ja, sag mal, wann bist du eigentlich angekommen? Oder vielmehr, wie lange bleibst du denn? Angekommen bin ich vor 2 Stunden. Und bleiben werde ich hoffentlich ein paar Jährchen. Das ist ja wunderbar. Ich bin nämlich hierher versetzt worden. Als Regierungsassessor ans Polizeipräsidium. Donnerwetter nochmal, da gratuliere ich aber herzlich. Danke, danke. Übermorgen werde ich meinen Dienst an und vorher habe ich mir noch 2 Tage Urlaub genommen. Morgen werde ich mit Inbrunst als sein Trauzeuge fungieren. Und heute wollen wir noch mal so richtig auftreten, Ne, mein Junge, das kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Weshalb nicht? Erstmal will ich morgen frisch und munter sein. Aha, du willst deine Hochzeitsreise im Vollbesitz deiner Vitalität annehmen. Ja, das noch nebenbei. Nur nebenbei? Und außerdem habe ich ja auch den sogenannten Strich unter meine Vergangenheit gezogen. Ich habe nur noch Sinn für meine Arbeit. Aber nachgetaner Arbeit kann man sich dann vergnügen werden. Ich will den heutigen Abend in stiller Einkehr verbringen. Müsste nämlich aus. Briefe, Fotos, nicht?
Kennst du ja. Hat sich ganz schön zusammengeleppert in den Jahren. Ist ja nicht notwendig, dass meine Frau das findet. Und außerdem, ich muss ja jetzt auch ruhiger werden. Ehemann, nicht? Na dann, Prost. Ich sehe auch gar nicht ein, warum er aus dem Ende seiner Junggesellenzeit ein Operettenfinale machen muss. Eine Ehe ist eine Ehe. Und mal muss man ja anfangen. Und erst recht, wenn man so wie ich, na, weißt ja, nicht? Ich bin einfach baff. Also nehmen wir doch mal an, dass ich überhaupt feiern würde. Dann müsste doch heute ein Polterabend steigen. Sehr richtig. Wieso findet kein Polterabend statt? Nee. War deine Braut Regen? Ich kenne sie zwar noch nicht, aber du hast sie mir in deinen Briefen, hat ein frisches, lebenslustiges Geschäft geschildert. Ah, ist er auch. In jeder Beziehung. Na und? Hilde war ja durchaus für den Polterabend, aber ich war dagegen. Weshalb denn? Ich finde so einen Polterabend grässlich. Dieses blödsinnige Schirrzerteppern, dieses armselige Witzel über das Vorleben und dann diese verwandtschaftlichen Anspielungen auf der Hochzeitsnachricht. Na, man muss doch Spaß verstehen. Das ist Spaß, aber sieh mal, ich muss mich doch ändern. Ich will mich ja auch ändern. Bitte, ich habe ja schon mit angefangen. Von meiner Braut zuliebe. Aha, alter Freund, deine Braut traut ja wohl nicht ganz über den Weg. Doch, doch, aber es ist doch nicht notwendig, dass ich ihr noch mit irgendeiner Sache da anders... Ach, du weißt ja ganz genau, was ich meine. Du bist ein Prachtexemplar von einem Bräutigam. Wer hätte das von dir gedacht? Na, keiner. Das musst du doch einleuchten, dass ich nicht mit dir auf den Bummel gehen kann, nicht? Wer weiß, was mir da wieder passiert. So, zu Hause, guck doch mal, man kann sich das so gemütlich machen, hier. Nein, nein, mein Lieber, dafür danke ich. Erstens willst du ja stille Einkehr halten, dabei störe ich dich ja bloß. Und zweitens, wenn ich schon mal in Berlin bin, will ich den Abend nicht gar so trostlos verbringen. Aber was willst du denn machen? Das lass nur meine Sorge sein. Einkehr halten werde ich auch. Aber ganz so still wird es dabei nicht zugehen. Na, du, dann treibst mal nicht so bunt, sonst passt ja morgen kein Zylinder mehr auf deinen Brummschädel. Wann findet dann die Exekution statt? 11 Uhr Standesamt, du musst mich pünktlich abholen. Na klar. Wo wohnst du denn eigentlich? Solange ich noch keine eigene Wohnung habe, im Astoria Hotel. So, so, na, also der lass dich mal nicht aufhalten. Komm, zieh los und amüsier dich gut. Ich muss noch mit rauskommen, ich muss das Gartentor abschließen. Ach so, das ist sicher meine Braut. Na, lass mal, ich komm schon alleine raus. Ja, also, gute Nacht, Rudi. Auf Wiedersehen. Wiederschau, Panzer. Ja, Schrader. Ach, du bist Lissi. Hm? Ja. Nee. Aber Rudi, sei doch kein Frosch. Was willst du denn allein zu Hause? Komm doch zu uns ins Trocadero. Wir wollen noch eine Flasche zum Abschied trinken. Nein, Lissi. Abschied haben wir vor 4 Wochen gefeiert. Den heutigen Tag will ich allein und in Ruhe verbringen. Morgen beginnt für mich ein neues, solides Leben. Du sprichst ja gerade wie ein Spießer. Ach, Rudi. Du lach nicht. Du hast offenbar gar keine Vorstellung, was der morgige Tag für mich bedeutet. Also ein für alle Mal, ich komme nicht. Also hör mal, mein lieber Junge. Wenn du nicht zu uns kommst, dann komme ich. Was sagst du da? Wenn ich nicht zu dir komme, dann kommst du zu mir? Sag mal, du bist wohl wahnsinnig. Das kommt dir gar nicht in Frage. Das gibt's nicht. Spießer. Dass ich kein Spießer bin, das solltest du eigentlich am besten wissen. Du lass doch dein blödes Lachen. Nein, habe ich gesagt, dabei bleibst. Verstanden? Aus, Schluss. So, fertig. Alles weg. Alles weg hier. Das auch weg. Hallo. Rudi, so hör doch. Oh, dann ist sie, ihr Auftritt. Ja, du kommst schon. Kommt der Rudolf nicht mehr hierher? Seit 4 Wochen hat ihn kein Mensch mehr gesehen. Total verspießert, was? Was sagt denn Lissi dazu? Ach, die hat sich längst mit Rudolfs Vetter getrunken. Ach. Ach, sagen Sie mal, wo steckt denn eigentlich Ihr Vetter? Der war doch sonst immer hier. Das hat jetzt aufgehört, er macht morgen Hochzeit. So. Na, dann ist doch heute Polterabend. Und Sie sind nicht dabei? Ja, offiziell bin ich eigentlich schon in Karlsbad. Ich möchte auch das Pärchen heute nicht mehr stören. Umso größer wird morgen die Überraschung sein. Süße Frau, die Lissi. Das haben Sie also auch schon gemerkt. Ein Zaun, der mir gut gefiel, ja, dann dachte ich mir, heute ist das Glück mir nah, nun ist der Richtige endlich da. Mein teures Kind, es tut mir leid, ein Abschied von der Liebe ist mir gar nicht so einerlei. Aber wenn schon, alles geht ja einmal vorbei, ein Abschied von der Liebe. Ist da jemand?
da jemand? Au! Kommen Sie mal. Sie tun mir weh. Ja, ja, kommen Sie mal erst rein. Meine Herren, bitte lassen Sie mich los. Sie tun mir ja weh. Verzeihen Sie, wer sind Sie denn? Was suchen Sie in meinem Garten? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie, mein Herr. Ich bin derartig aufgeregt. Ich muss mich jetzt sammeln. Warum denn? Man hat mich verfolgt. Wer denn? Ja, ich kenne den Menschen kaum. Ich war auf einer größeren Gesellschaft bei Freunden, als ich mir einen Herrn in einer geradezu unverschämten Art und Weise aufdrängte. Was ist denn das möglich? Es blieb mir auch gar nichts anderes übrig, als vorzeitig zu gehen. Und denken Sie sich, kaum bin ich 20 Schritte auf der Straße, ist dieser Mensch schon wieder neben mir? Weiter? Oh Gott, ich verbat mir natürlich seine Zudringlichkeiten, aber er wich mir nicht von der Seite. Ich ergriff die Flucht, und als ich hier um die Ecke bog, sah ich zufällig ihre Gartentür offen stehen und flüchtete hinein. Und er? Ja, und der, ich weiß nicht, ob es gesehen hat. Oh Gott, vielleicht lauert der mir auf. Eine tolle Geschichte ist das. Nicht wahr? Das ist eine tolle Geschichte. Also ich muss sagen, so etwas ist mir ja wohl in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Gott, mein Herr, ich bedauere so außerordentlich, dass ich Sie zu so später Stunde noch belästigen muss. Bitte Sie, es bedarf doch in einem solchen Fall ja gar keine Entschuldigung. Ja, aber vielleicht mache ich Ihnen Unannehmlichkeiten. Denken Sie mal an, wenn Ihre Frau Gemahlin nun hier hereinkommt und sieht mich hier sitzen. Nein, in dieser Hinsicht kann ich Sie beruhigen. Ich habe keine Frau, ich bin ledig. Ja, das macht ja die Situation noch viel prekärer, mein Herr. Erlauben Sie, zwar für mich, denken Sie doch einmal an, ich dringe nachts in die Wohnung eines unverheirateten Mannes. Ach, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, liebe Frau. Morgen heirate ich. Das mildert die Sache etwas, wissen Sie. Ach, also ich bin von dieser Aufregung derartig kaputt. Entschuldigen Sie bitte, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Das sieht toll, sieht das hier aus. Ich hatte nämlich Besuch. Darf ich Ihnen nicht eine kleine Erfrischung anbieten? Nein, danke, gar nichts. Nur ein bisschen Ruhe. Sagen Sie, haben Sie denn diesen aufdringlichen Herrn erst heute kennengelernt? Ja, mein Herr, ich sagte es doch soeben. Auf einem großen Empfang bei Freunden. Ich weiß nicht einmal seinen Namen. Mein Gott, es klingelt. Der wird doch nicht etwa die Dreistigkeit haben, mich bis in Ihr Haus zu verfolgen. Na, das wäre ja ein starkes Stück. Sehen Sie, jetzt mache ich Ihnen doch noch Unannehmlichkeiten. Wissen Sie, ich werde hingehen, ich werde ihm sagen, dass Sie nicht da sind. Und dass Sie auch heute gar nicht kommen werden. Ja, aber bitte, wenn er Ihnen nicht glaubt. Hier bin ich ja Herr im Hause. Das ist gut. Sehen Sie, das ist sogar sehr gut. Ich möchte nämlich wirklich jeden Auftritt vermeiden. Jetzt klingelt er schon wieder. Sagen Sie mal, können Sie mich nicht irgendwo hier verstecken? Ja, dann können Sie ihn reinlassen und er sieht, dass ich nicht da bin. Und dann merkt er, dass er sich irrt. Ich halte das auch für sehr gut für den Fall, dass noch irgendein anderer Besuch kommt, ja? Ja, ich wüsste ja nicht, wer mich heute noch besuchen sollte, aber ich verspreche Ihnen, dass hier niemand etwas von Ihrer Anwesenheit erfährt. Dieser Mensch muss doch von Sinn sein. Beruhigen Sie sich nur. So, wollen Sie bitte so lange hier eintreten? Vielen Dank, sehr liebenswürdig. Ja, an dem Bett, da dürfen Sie sich nicht stoßen. Das ist eben ein Fremdenzimmer. Oh, Entschuldigung. Sagen Sie mal, was wollen... Ach, Hilde. Gell, da staunst du, dass ich dich so spät überrasche. Ja, das ist ja... Ach. Möchtest du mir nicht zur Begrüßung einen Kuss geben? Ja. Da hast du dich aber nicht sehr angestrengt. No. Sag mal, warum hast du mich denn so lange warten lassen? Würde ich nicht machen. Hilde, nein, du, es ist doch kühl hier. Ist hier nicht kühl? Komm ich dir vielleicht ungelegen? Oh, nein. Es ist nur kalt hier, nicht? Na, guck doch mal an. Ist das erkältet, du? Hattest du Besuch? Besuch? Wieso denn? Weil die Tür da offen steht. Nein, das habe ich nur zum Lüften aufgemacht. Ich wollte auch ja gerade ins Bett. Wie kommt das eigentlich? Wieso kommst du mitten in der Nacht? Also denk dir, jetzt was ganz Entsetzliches passiert. Hallo. Ich war vorhin bei Inge. Die liegt mit 39 Fieber im Bett und kann morgen unmöglich rauskommen. Ach, das ist aber dumm. Natürlich ist das. Vor allen Dingen, wo nehmen wir so schnell einen anderen Trauzeugen her? Ja, eben. Wo nehmen wir, wenn ich das nur wüsste. Ist dein Freund wegen der wenigstens gekommen? Ja, der war hier. Der war hier. Da hattest du also doch Besuch? Ja, das ist doch richtig. Fällt mir ein, der hat ja auch die Terrassentür aufgelassen. Aber du hast mir doch erzählt, du hast sie zum Lüften auf. Hildchen, ich hab's ein bisschen weit aufgemacht. Es war ja hier nicht außerhalb. Du bist heute so merkwürdig zerstreut. Was hast du denn? Ich bin zerstreut. Ich bin nicht zerstreut. Also was machen wir denn nun? Wir müssen noch einen Ersatz für Inge finden. Ach na ja, da wird schon noch irgendjemand kommen. Für jeden X-Beliebigen kann man doch auch nicht nehmen. Kann man nicht. Wenn alle Stricke reißen, dann bittest du einfach deine Freundin da, die Barbara Gollinger aus München. Aber wie kann ich denn das? Barbara und ihr Mann kommen doch erst mit dem Mittagszug und unsere Trauung ist schon um 11. Siehst du, das verstehe ich eben nicht, warum die Leute immer im letzten Augenblick kommen müssen. Also das ist deine Schuld, lieber Rudi. Ursprünglich wollten Sie doch heute Nachmittag kommen, weil Sie dachten, dass wir einen Folterabend machen. Als ich Ihnen dann natürlich schrieb, dass der ausfällt, kommen Sie nun erst morgen.
Du wolltest ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit heiraten. Aber ist doch Unsinn. Hildchen, sieh mal, eine Hochzeit ist doch eine Sache, die geht doch nur die beiden Menschen etwas an, um die es sich dreht, nicht? Ja, und da kommen dann plötzlich hier Verwandte tauchen auf, die du nie im Leben gesehen hast. Die kommen hier rein, verstehst du, die machen sich ja breit, die trinken deinen Sekt und ich sah die ja, die wollen ja auch gar nicht kommen. Die kommen ja auch gar nicht. Bitte, mein Vetter Theodor, der hat mir schon abgeschrieben. Ach schade, du hast mir doch erzählt, dass er ein so famoser Kerl ist. Bei dem tut's mir wirklich leid, dass er nicht kommt. Ja, was hast du denn? Eine Kälte kommt rein. Also, mir tut's ja auch leid, weißt du, sicher hat er auch nicht gern abgeschrieben, aber der Arzt hat ihm da eine Grasfaserkur. Aber siehst du, wie er mit Verwandten ist, verstehst du? Man hat sie, damit sie einem Stich lassen, naja. Sag mal, Rudi, mit dir stimmt doch etwas nicht. Du bist so gereizt und rennst im Zimmer hin und her wie ein Löwe in seinem Käfig. Störe ich dich? Aber durchaus nicht, ich bitte dich. Ich gebe zu, ich bin vielleicht ein bisschen nervös, nicht? Ich bin abgespannt. Ist auch kein Wunder, ich habe ja bis 8:30 habe ich ja gearbeitet. Du siehst doch schon ganz müde aus. Ich? Mhm. Und du aber auch. Ich bin gar nicht müde, im Gegenteil. Nein? Ja, du, aber ist doch vielleicht besser, du gehst bei Zeiten ins Bett, nicht? Morgen wollen wir doch frisch und munter sein. Ist das das Haus? Ja, ja. Da drin ist sie. Ja. Ich zerbricht aber nicht das Köpfchen wegen dem fehlenden Trauzeugen. Den schaffe ich schon ran. Namen. Was wollen Sie denn hier? Entschuldigen Sie, dass ich hier so ohne weiteres eintrete, aber ich sah schon von der Straße aus, dass die Tür offen war. Das ist ja eine reichlich eigenartige Begründung. Ja, ich gebe zu, dass die Art meines Eintretens etwas ungeniert ist. Ja, ziemlich ungeniert ist es. Was suchen Sie? Ich suche eine Dame. Was für eine Dame? Die ist beobachtet worden, wie sie durch ihren Garten, durch diese Tür hier in dieses Haus eingetreten ist. Das ist ja ganz ausgeschlossen. Also, das kann ja auch ohne ihr Wissen geschehen sein. Das gibt es gar nicht. Ich habe mich den ganzen Abend hier im Zimmer aufgehalten. Sehr merkwürdig. Merkwürdig ist höchstens Ihr Benehmen, finde ich. Ja, wenn Sie die näheren Umstände wüssten, fänden Sie alles in Ordnung. Lieber, das interessiert mich gar nicht. Verstehen Sie? Ich habe auch gar keinen Anlass, mich länger mit Ihnen zu unterhalten. Außer dieser Dame befindet sich niemand mehr in der ganzen Wohnung. Genügt Ihnen das? Nein, das genügt mir nicht. Sie, jetzt reicht's mal, aber vielleicht machen Sie das raus. Also, um alle weiteren Missverständnisse auszuschließen, stand, dass ich mich vorstelle, Thomas. Na und? Hausdetektiv aus dem Grand Hotel. Detektiv sind Sie? Ja. Du lieber Gott, was bedeutet denn das? Das bedeutet, die Dame, die ich suche, ist eine Hoteldiebin. Ich habe sie ausfindig zu machen und nach Möglichkeit festnehmen zu lassen. Eine Hoteldiebin hier in deinem Haus? Das ist doch bestimmt ein Irrtum. Nein, das ist kein Irrtum. Also der Tatbestand ist kurz folgender. Vor etwa 1,5 Stunden beobachtete ein Zimmermädchen von unserem Hotel, wie eine unbekannte Dame aus dem Zimmer eines Amerikaners ein goldenes Zigarettenetui mit Steinen besetzt entwendete und in ihrer Tasche verschwinden ließ. Und während das Mädchen Krach schlug und Hilfe holte, gelang es der Diebin, ungesehen zu entkommen. Ja, aber was haben wir denn damit zu tun? Na eben. Ja, also wir nahmen natürlich sofort die Verfolgung auf. Ein Hotelboy von uns war ja sogar auf dem Fersen schon, als sie um die Ecke bog und plötzlich wie vom Erdboden verschwunden war. Erst in ihrem Garten, da taucht sie wieder auf und lief auf ihr Haus zu. Hier durch diese Tür verschwunden. So. Wie soll denn die Dame ausgesehen haben? Na, eine hübsche, geschmackvoll gekleidete Dame mit einem Fuchs, etwa in ihrem Alter, ihre Figur. So, was soll denn das heißen? Nichts weiter. Soll nur heißen, die naheliegende Frage, wer ist die Dame? Das war ein Hilde Petersen. Das ist meine Braut. Aha, und wer sind Sie? Der Bräutigam. Nein, Namen will ich wissen. Das klingt ja beinahe wie ein Verhör. Na ja, entschuldigen Sie, ich muss jetzt auch auf den Grund gehen. Also bitte. Rudolf Schrader, ich bin Kunstmaler. Aha, also von Petersen, Sie sind die Braut von Herrn Schrader. Ja. Haben Sie zufällig Ihre Ausweispapiere bei sich? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch keine Handtasche bei mir. Ich bin auf einen Sprung herübergekommen, weil ich mit meinem Bräutigam einiges besprechen wollte. Zu doch. Als genügt, da bin ich mich verwirrt. Und weil es ist Fräulein Hilde Petersen, wohnt Angelika Straße 24, hat unten im Hause einen Modesalon. Ja, ja, das mag schon stimmen, aber wissen Sie, unser Eins in unserer Branche hält sich lieber an Dinge, die er schwarz auf weiß besitzen. Besonders, wenn man auf gewisse Widersprüche stößt. Was heißt denn das? Herr Schrader, Ihr Fräulein Braut hat doch vorhin gesagt, Sie habe Ihre Tasche vergessen. Sie ja, hat sie ja auch. Ja, und dort liegt sie. Das ist nicht meine Tasche. Rudi, wie kommt diese Tasche zu dir? Die Tasche. Das ist sehr interessant. Gucken Sie, mein goldenes Zigarettenetui mit Steinen besetzt. Wollen Sie immer noch leugnen, dass die Dame, die ich suche, sich in Ihrem Haus aufhält? Nein, nicht mehr. Na also, Rudi. Bitte schweigen Sie. Sehr vernünftig, dass Sie aufhören zu leugnen. An Ihrer Stelle würde ich auch mit dieser Komödie aufhören. Ich meine, es ist ja sehr originell, die Geschichte, die Sie ausgedacht haben. Da mit dem Modesalon und mit der vergessenen Handtasche und mit der Braut. Aber etwas gescheiter müssen Sie anstellen, wenn Sie mich hinters Licht führen wollen. Sie haben mich ja ganz falsch verstanden. Alles, was ich Ihnen über Fräulein Hilde Petersen erzählt habe, entspricht vollkommen der Wahrheit. Allerdings
halte ich die Frau, die Sie suchen, hier bei mir verborgen. Was, das hast du getan? Ja. Jetzt wird mir auch dein sonderbares Verhalten von vorhin ich hatte ja keine Ahnung, wer sie ist. Die kommt hier hereingelaufen, erzählt mir, sie wird von einem aufdringlichen Mann verfolgt. Das klang ja alles sehr glaubwürdig. Also wollen wir uns nicht länger mit Erklärungen aufhalten. Ja. Wo haben Sie die Frau? Ja, hier im Fremdenzimmer. Also, Rudi, ich finde dein Verhalten einfach empörend. Warum hast du das denn so machen wir doch nicht auch noch Vorwürfe. Ich bin ja schon nervös genug. Es ist eine sehr unangenehme Situation, in die ich hier gekommen bin. Das könnt ihr mir schon glauben. Bitte schön, was übersehen. Bitte, bitte lass mich doch. Ja, bitte, da ist. Das ist ja nicht möglich. Die ist ja weg. Ja, wenn sie überhaupt jemals hier gewesen ist. Also, ich wäre mir doch nicht. Keine Aufregung, wollen wir nicht länger wie die Katze im heißen Brei rummarschieren. Okay. Ich glaube nämlich einfach nicht an Ihre mysteriöse Dame. Bitte hier, das offenstehende Fenster, das muss Ihnen doch beweisen. Beweist überhaupt nichts. Ein ganz alter Trick und noch ein schlechter dazu. Na ja, Sie können mich doch nicht mehr zum Affen machen. Jetzt wollen Sie mich wohl verhaften, was? Ja, dazu habe ich leider keine Berechtigung, aber ich möchte Ihnen privat den guten Ratschlag geben, freiwillig mitzukommen. Sonst muss ich Ihre Verhaftung veranlassen, denn Sie stehen ja immerhin in dem Verdacht, die von uns gesuchte Hotelliebin zu sein. Also, aber das ist ja heller Blödsinn. Bitte überlegen Sie sich, was Sie sagen. Aber ja? Die Tasche gehört doch nicht mir. Rudi, du kannst es doch bestätigen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ja, auf Ehrenwörter können wir nicht viel geben. Dabei würden wir ein zu schlechtes Geschäft machen. Ich versichere Ihnen, ich habe mit dem Diebstahl nicht das Geringste zu tun. Das ist ja möglich. Aber wir wollen doch morgen heiraten. Das ist vielleicht auch noch möglich. Wenn Ihre Angaben stimmen und die Gegenüberstellung mit dem Hotelpersonal Sie nicht weiter belasten, sind Sie ja gleich frei. Zu diesem Zweck wollen wir uns jetzt auf den Weg machen. Dagegen protestiere ich. Sie sind gar nicht gefragt. Außerdem haben Sie sich reichlich verdächtig benommen. Bei einer Unwahrheit habe ich Sie bereits ertappt. Ich gebe zu, die Situation spricht gegen mich. Siehst du, das kommt doch von Anfang an, die Unwahrheit gesagt hast. Du hast mir die Suppe eingebrockt. Oh, meine Herrschaften, nicht zanken einen Abend vor der Hochzeit. Die Hochzeit werde ich mir noch sehr überlegen. Aber Hilde. Es ist entsetzlich, was du mir antust. Aber ich bin ja selbst außer mir. Aber du kannst dich doch auf mich verlassen. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich komme mit. Darauf verzichte ich. Ich werde mich auch allein zu rechtfertigen wissen. Kommen Sie, Herr Thomas. Aber Hilde, ist doch besser, wenn ich mitkomme. Lass mich. Das hätte ich nie von dir gedacht. Ach. Was kann auch bloß mir passieren? Astoria Hotel. Astoria Bader. Ja, Astoria 35. Ja, ist dort Astoria Hotel. Bitte verbinden Sie mich doch mit Herrn Assessor Wegener, ja? Wie bitte? Hier Schrader. Tut mir leid, Herr Schrader. Herr Assessor Wegen ist noch nicht ins Hotel zurückgekehrt. Wie kann ich das ausrichten? Ja, er soll mich sofort anrufen, wenn er kommt, ja? Ja, bin ich sicher. Ich werde sofort einen Zettel in seinen Schlüsselkasten legen, dass ich anrufen soll, Herr Schrader. Ja, aber sofort. Haben Sie mich verstanden? Wo kommen Sie denn her? Aus dem Zimmer, das Sie mir liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt haben. Ist er weg, dieser grässliche Mensch? Er war es doch, der vorhin hier geklingelt hat, ja? Nein, das war meine Braut. Aber ein grässlicher Mensch war auch hier. Ja, der war von der Kriminalpolizei. Sagt Ihnen das was? Mir? Ach nein, was wollte er denn? Na, sagen Sie mal, das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Da fragen Sie noch. Sie spielen hier die Naive und dabei sind Sie eine ganz gemeine Hoteldienerin. Sehen Sie mal, wie verlegen Sie werden. Sie lachen ja ganz hysterisch. Sowas schleicht sich nur in mein Haus ein. Ich erzählt mir eine Geschichte von einem lästigen Liebhaber, erschwindet sich mein Vertrauen, hetzt mir die Polizei auf den Hals und dann besitzen Sie noch die Unverfrorenheit, hier zurückzukommen, um sich Ihre Sora abzuholen. Meine bitte was? Sie wissen ganz genau, was ich meine, Ihre Diebesbeute, nicht? Also ich muss sagen, Ihre Anschuldigungen sind so ungeheuerlich, dass ich Sie einfach nicht ernst nehme. Oh, lassen Sie mal, den nötigen Ernst werde ich Ihnen schon beibringen. Wenn Sie glauben, mir einen Dummen gefunden zu haben, liebe Dame, Sie, da sind Sie bei mir gerade an den Richtigen gekommen, Sie unverschämte Person. Es lässt sich nicht leugnen, dass von Ihrer früheren Ritterlichkeit nicht die Spur übrig geblieben ist. Nee, lassen Sie mal. Ja. So lassen Sie das. Ist doch gar nicht angebracht, die Ritterlichkeit. Wo haben Sie lange gesteckt? Na, im Schrank. Ich hatte nämlich für den Fall, dass mein rabiater Verehrer auch in das Nebenzimmer eindringen würde, das Fenster geöffnet, um ein Entweichen vorzutäuschen. Gut, nicht? Und dann habe ich mich im Schrank versteckt. Und meine, das ist nicht sehr apart, aber doch sehr wirksam. Kann ja gar nicht vorsichtig genug sein. Ja. Ein sehr eigenartiger Grad von Vorsicht. Oh Gott, überbieten Sie sich direkt an Höflichkeiten. Übernehmen Sie sich nicht, mein Guter, übernehmen Sie sich nicht. Ich will nämlich nur noch meine Handtasche holen und dann werde ich gehen. Auch das könnte Ihnen so passen. Erstmal ist Ihre Handtasche gar nicht mehr hier. Nein, die hat nämlich die Polizei. Ach. Ulkig, nicht? Ja, und zweitens werde ich jetzt mal ein Nümmerchen wählen, Überfallkommando, damit man sie von mir abholt. Das wollten Sie wirklich tun. Ja, ja, nun kriegen Sie es wohl mit der Angst zu tun, nicht wahr? Nun rücken Sie mal raus, Sie sind doch die Lieben. Ich rücke gar nichts raus. Aber was versprechen Sie sich von solchen Gewaltmaßnahmen? Glauben Sie, dass etwas dabei herauskommt? Tja,
Sicher wird meine Braut dabei herauskommen, die man nämlich vor einer Viertelstunde an ihrer Stelle als vermeintliche Liebin abgeführt hat. Na, sowas denken Sie ja, mal. Ja, nun stellen Sie sich mal nicht so dumm. Nein, ich stelle mich nicht dumm, es tut mir außerordentlich leid. Was ist denn da? Ein Fussel. Ich verzichte auf Ihre Fusselei und auf Ihr Mitleid. Also passen Sie mal auf, wenn Ihr Fräulein Braut unschuldig ist. Ja, na, hören Sie mal. Hören Sie bitte zu, woran ich selbstverständlich keine Sekunde so, zweifle, dicht. Dann wird man Sie sehr schnell wieder frei. Ja. Aber wozu wollen Sie die Situation jetzt unnötig erschweren? Wenn Sie hier das Überfallkommando herhetzen, machen Sie doch ein ungeheures Aufsehen. Die ganze Nachbarschaft wird zusammenlaufen. Sicher. Und Sie wird man auch mitnehmen. Mich auch. Aber selbstverständlich, na hören Sie mal, die Polizei wird Sie doch brauchen, um ein Protokoll aufzunehmen. Wollen Sie sich in dieser Nacht noch so viel Schere reinmachen, wo Sie doch morgen heiraten werden? Das ist leider noch sehr die Frage, ob ich morgen heirate. Was denn? Wieso denn nicht? Sie sagten naja, aber dadurch, dass Sie hier reinkommen, alles durcheinander bringt, Ihre Handtasche liegen lassen, meine Braut, Sie das natürlich nimmt an, wir beide hätten was wieder. Ja, und na, am letzten Abend... Sehen Sie mal an, da müssen Sie doch erst recht jeden Skandal vermeiden, nicht? Und ich werde selbstverständlich alles daran setzen, um die falschen Schlüsse, die Ihr Fräulein Braut gezogen hat, richtig zu stellen. Naja, das ist ja auch Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Na bitte, und dazu dürfen Sie mich doch aber nicht dem Überfallkommando ausliefern. Hm? Na, dann lasse ich das eben noch. Na, sehen Sie, dann gehe ich jetzt. Nein, das war nicht gemeint. Ihrem Schicksal werden Sie nicht entgehen. Sie bleiben hier, verstanden? Wir reden ja laut genug. Na also, Sie bleiben hier, bis meine Braut wieder freigelassen ist. Und wenn Sie die ganze Nacht hier sitzen müssen, dann werde ich Sie ihr gegenüberstellen und Sie werden ihr dann wahrheitsgetreu erklären, wie Sie alles zugetan haben, dass zu irgendwelchem Misstrauen kein Anlass vorliegt. Na natürlich nicht, nicht der geringste. Naja. Ich bitte Sie, Ihr Benehmen war ja musterhaft. Ich werde überhaupt nie vergessen, was Sie für mich getan haben. Na, darauf kann ich verzichten, nicht? Und bilden Sie sich ja nicht ein, dass Sie mich mit Ihren Gefühlsduseleien noch einmal übertölpeln und dann husch husch wie die Waldfee hier verschwinden können. Die Tür wird zugemacht. Sie setzen sich dahin. Vorwärts. Gib mir was zu lesen, denn auf Konversation mit Ihnen kann ich verzichten. Oh, schade. Es tut mir sehr leid. Ich rede so gern. Viel, lange, manchmal sogar witzig. Da. Da. Die Predigten des heiligen Franz von Assisi. Interessant. Aber ein Kriminalroman wäre mir lieber gewesen. Bedauere, Ihrer Fachliteratur führe ich nicht. Womit werden Sie sich denn die Zeit vertreiben? Geht Sie gar nichts an. Oh, soll ich ihn vielleicht vorlesen? Halten Sie den Mund. Setz mich jetzt hierher und... Ich lege hier dieses kleine ulkige Ding, das ist Ihnen ja wohl ein Begriff, nicht? Lege ich jetzt hier vor mich hin. Wenn Sie den leisesten Fluchtversuch machen, dann muss ich leider etwas laut werden. Und solch Luzifer, der Höllenfürst selbst bedrohte, fürchtet euch nicht, meine Brüder und Schwestern. Fürchtet euch nicht. Tausend Blumen erblühen, jedes Herz vor Sehnsucht glüht. In dieser Zeit ist es wieder so weit, dass in puncto Liebe irgendwas geschieht. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Was macht er dann? Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweit sein. Was macht sie dann? Was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an. Sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur. Sie liegen jetzt gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Was macht er dann? Er lacht sich eine an. Es war nur eine merkwürdige Ähnlichkeit. Aha.
der Dame doch drüben. Nikola, ein bisschen von dem Herrn da drüben. Kinder, fabelhaft habt ihr getanzt. Das muss anerkannt werden. Oh, was denn die her? Bitte? Oh, danke schön. Von einem entfernten Unbekannten. Da drüben sitzt er. Oberzahl. Oh, meine Damen, Sie haben ganz reizend getanzt. Ich erlaube mir als Zeichen meiner besonderen Anerkennung Ihnen diese beiden Flaschen, jeder eine. Oh, schön. Das ist nicht zum Anspritzen, das ist zum Einspritzen. Dankeschön. Sag mal, was ist eigentlich heute mit dir los? Du rennst ja jeder Dame nach. Entschuldige, aber ich glaubte da eben eine Frau wiederzuerkennen, die mich vor einem Monat im Hotel bestohlen hat. Was? Schlafen, ne? Doch, doch. Machte fast den Eindruck. Wie spät ist denn? Es hat gerade 12 Uhr geschlagen. Wer hat denn hier das Licht ausgedreht? Ich war so frei. Ich dachte, es könnte Sie beim Schlafen stören. Wie kommen Sie denn dazu? Ich sagte es soeben, aber Sie können uns ja wieder andrehen. Das mache ich, wie ich will. Oh. Rosi erscheint Ihre Laune aber nach dem Schäfchen auch nicht geworden zu sein. Warum sind Sie denn nicht auf dem Platz sitzen geblieben, den ich Ihnen angewiesen habe? Weil ich doch hier das bessere Licht hatte zum Lesen. Übrigens ein sehr amüsantes Buch. Gestatten Sie meinen Finger. Ach, schade. Die ganze intime Stimmung ist futsch. Hier ist ja kein Nachtlokal. Telefon einmal für mich gegangen. Nein, hätte ich Sie doch geweckt. Dann scheint die Angelegenheit mit meiner Braut doch nicht so glatt gegangen zu sein. Vielleicht ist sie längst zu Hause und erwartet Nachricht von Ihnen. Rufen Sie doch mal an. Ich weiß allein, was ich zu tun und zu lachen habe. Hallo, wer ist dort? Sprechen Sie doch deutlich. Zentralmarkthalle. Sie scheinen in der Aufregung daneben gedreht zu haben, hm? Falsch verbunden. Man kann einen unschuldigen Menschen nicht so lange festhalten. Gut, das kann man. Und sogar noch länger. Und die wirkliche Verbrecherin, die sitzt hier und lacht sich ins Holz. Ich lache gar nicht und schon gar nicht ins Holz. Finden Sie meine Situation so vergnüglich? Jetzt gibt's nur eins. Wir fahren zusammen zum Polizeipräsidium. Oh, das würde ich ja für ganz falsch halten. Ja, Sie halten alles für falsch, was Ihnen unangenehm werden könnte. Sie glauben also immer noch, dass ich eine Hoteldiebin bin? Warum? Sie haben doch erst nicht die geringsten Zweifel in meine Person gesetzt. Na, wenn man Sie auch einmal als Trottel benommen hat, dann brauchen wir es ja nicht dauernd zu tun. Ich habe Rudolf einen Brief geschrieben. Ja. Daraufhin nimmt der jetzt natürlich an, ich bin bereits in Karlsbad. Ach so. Oh. Na und? Schwindel, Schwindel. Das hier ist aber kein Schwindel. Wie schön. Hm? Rudolfs Braut. Das wird aber eine Überraschung werden. Die Überraschung wird noch viel größer. Ich habe natürlich eine grandiose Idee. Und wie wollen Sie mir den Besitz des gestohlenen Zigarettenetuis erklären? Das Etui ist nicht gestohlen. Das gehört meinem Mann. Also verheiratet sind Sie auch? Sogar sehr. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich fahre morgen nach Hamburg zu meinem Mann. Dem ist es wie gehört? Ganz recht. Und was war mit dem lästigen Verehrer los? Ja, Sie werden lachen, Sie werden mir jetzt auch nicht glauben, es stimmt auch. Wie kommt es, dass der Verlust des wertvollen Zigarettenetuis so wenig Eindruck auf Sie macht? Warum soll ich mich denn darüber grämen? Sicherer als bei der Polizei kann es doch gar nicht sein. Und morgen früh, ich weiterreise, werde ich es mir eben abholen. Jetzt fange ich an, Sie so langsam zu bewundern. Gott sei Dank, das erste Kompliment. Das wurde aber auch höchste Zeit. Trotzdem wäre mir lieber, Sie hätten ein bisschen Mitleid mit mir. Warum denn? Ich habe so fürchterlichen Hunger. Hunger? Das ist schlimm. Aber Keks und Pralinen. Ist doch wunderbar. Ja, dann bitte. Ja. Bitte. Dankeschön. Noch was zu trinken, ja? Auch. Ja, Whisky und eine halbe Flasche Madeira. Geht das? Ja, dann ist mir Madeira lieber, ne? Madeira. So? Haben Sie sonst noch Wünsche? Ja, dass Sie sich beteiligen. Ich habe das Gefühl, Ihr Magen hat eben vorhin geknurrt, hm? Ja, kein Wunder, bei so wahnsinnigen Aufregung. Muss ja so sagen. So, kommen Sie, nehmen Sie, ich gebe es Ihnen gerne. Danke, ich bin ja hier zu Hause. Das kann doch meine Braut sein. Hallo, Hilde? Schatzi? Was denn? Wer ist dort? Was wollen Sie? Mich warnen? Wovor wollen Sie mich denn warnen? Mir droht heute Nacht ein Überfall im Zusammenhang mit einer Dame und einem Schmuckstück? Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Wer? Einer, der es gut mit mir meint?
Also Herr, wenn Sie es gut mit mir meinen, dann nennen Sie mir mal gefälligst Ihren Namen, ja? Aber wenn Sie glauben, dass Sie mich einschüchtern können, da irren Sie sich ganz gewaltig. Hallo? Hallo? Aus. Was hat nur das wieder zu bedeuten? Klang ja äußerst geheimnisvoll, nicht? Das Geheimnis ist Ihnen wohl klarer als mir. Sicher einer Ihrer Helfershelfer, der Sie von hier loseisen möchte. Sie tun mir schon wieder Unrecht. Ich habe keine Helfershelfer. Oh, meinetwegen kann er ruhig kommen. Hier in dem Revolver da sind 6 Schuss und ich treffe auf 20 Meter Entfernung einen Herzass aus der Hüfte. Denken Sie mal. Ja. Wissen Sie, das ist sicher nur ein Freund von Ihnen gewesen, der sich einen Scherz gemacht hat. Höchst alberner Scherz wäre das. Albernheit ist das Merkmal vieler Scherze. Na, nun grämen Sie sich nicht. Kommen Sie, trinken Sie ein Schlückchen Wein. Nein, danke, will nicht. Trinken Sie doch ein Schlückchen Wein, kommen Sie. Nehmen Sie her. Na, seien Sie doch nicht so nervös. Was ist denn? Bin ja nicht nervös. Ich versichere Ihnen nochmal, ich habe mit dem Telefonat nicht das Geringste zu tun. Ja, das werden wir ja sehen, nicht wahr? Ich bin jedenfalls gewappnet. Sie. Ja, und wie? Ja. Mit der Treffsicherheit eines Kunstschützen, der auf 20 Meter Entfernung aus der Hüfte ein Herz abtrifft. Sag mal, was machen Sie eigentlich, wenn Piekbube kommt? Hm? Aha, das ging ja verflucht schnell. Haben flotte Mitarbeiter, haben Sie. Ach, entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch mal störe. Ja, wo ist meine Braut? Wie? Weißt du, was wir jetzt machen? Hm? Jetzt fahren wir hin zu Rudolf. Ach, der wird ja längst schlafen bei seinem soliden Lebenswandel. Den werden wir schon wach kriegen. Du, wenn das mal gut geht. Das wird schon. Also ich gehe voraus, zieh dich rasch um, in 20 Minuten kommst du nach und bring was zu trinken mit. Mach ich. Und vor allem die beiden Mädels, sag ich, auch mit. Hm? Also doch, Polter 8. Herr Schrader lässt dringend um sofortigen Anruf bitten. Bitte verbinden Sie mit. Bitte sehr. Es meldet sich niemand. Ach, bitte versuchen Sie es nochmal. Ja, bitte sehr. Ja, da muss irgendetwas nicht in Ordnung sein. Dann versuchen wir es in einer Viertelstunde nochmal. Ja, bitte sehr. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, Paul Petersen hatte natürlich nicht das Geringste mit dieser peinlichen Affäre zu tun. Ja, haben Sie inzwischen gemerkt. Ja, natürlich. Ja, die Gegenüberstellung mit dem Hotelpersonal hat das auch einwandfrei erwiesen. Ja, musste. Ja, ich denke, Sie wissen das längst. Ach, keine Ahnung. Wieso denn? Ja, hat schon Ihre Braut noch nicht angerufen? Nein. Bis jetzt noch nicht. Ich habe versucht, Sie vor 10 Minuten telefonisch zu erreichen. Sie war nicht zu Hause. Ach, nee. Ist sie frei? Natürlich ist sie frei. Gott sei Dank. Ja, ich ging nämlich gerade draußen vorbei, sah ich noch Licht bei Ihnen. Wollte ich mich gleich persönlich für diese kleinen Missgriffe entschuldigen. Ja, es ist sehr nett. Aber ich habe dienstlich nur meine Pflicht getan. 13, aber ich kann Ihnen sagen, Sie haben mir einen fürchterlichen Arm bereitet. So. Meine Braut hat mich in einer Verfassung verlassen, so habe ich sie überhaupt noch nicht gesehen. Dass sie bis jetzt noch nichts von sich hören ließ, mein lieber Herr, Sie, das ist ein schlechtes Zeichen. Na, können Sie ganz beruhigt sein, ich habe sie in jeder Hinsicht beruhigt. So. Und sie war zuletzt schon wieder ganz vergnügt und munter. Ja, war sie munter? Ja, doch, munter. Doch. Ja. Übrigens, hat sich diese Dame noch mal blicken lassen, die ihre Galanterie derart missbraucht hat? Die Hoteldiebin? Ja, die Hoteldiebin. Nee. Wie kommen Sie da auf? Kurz so naheliegend, dass er nochmal versucht hat, wieder in den Besitz der Tasche zu gelangen. Ne? Ach so, ja, na, das ist, ja, doch, das ist eine Möglichkeit. Was denn für eine Tasche? Davon haben Sie mir doch gar nichts erzählt. Ach, das war ja der Grund zu der ganzen Verwirrung. Ich habe nämlich die Tasche für das Eigentum von Paulen Petersen gehalten. Ach. Ja, ach, wollen Sie mich mal bitte mit der Dame bekannt machen? Ja, das ist Herr Thomas, Privatdetektiv vom Grand Hotel. Hallo. Und Frau Gollinger. Angenehm, wie war der Name bitte? Frau Barbara Gollinger aus München. Kennen Sie nicht? München werden Sie auch kennen. Das ist eine Freundin meiner Braut. Sie ist heute mit ihrem Mann angekommen, um morgen an unserer Trauung teilzunehmen. Hat sie schon versucht, meine Frau zu Hause anzutreffen? Nicht? Und wissen Sie, er ist nicht da, dann sitzen wir hier und warten. Warten. So ist es, Herr Thomas, wir warten. Sagen Sie, in dieser Handtasche war das gestohlene Etui? Ja, ganz recht. Und dadurch kam ich zu dem Fehlschluss, Fräulein Petersen für die Tee drin zu halten. Nein, da kann man mal sehen, wie leicht ein Mensch in einen falschen Verdacht kommen kann. Ja. Wenn man jedem gleich auf den Grund seiner Seele gucken könnte, nicht? Na, hätten Sie auch ein leichteres Arbeiten, Herr Thomas. Ja, warum haben Sie nicht gleich die Wahrheit gesagt? Dadurch hat die Tee drin natürlich einen Vorsprung gehalten, der nicht wieder gut zu machen ist. Ach Gott, ich war ja so verblüfft. Meine Braut war dabei, es ist ja... Sehen Sie, Herr Thomas, das muss man ja verstehen, nicht wahr? Das Gefühl, einer Diebin Vorschub geleistet zu haben, das verwirrt natürlich. Na, aber ein zweites Mal dürften Sie nicht in Gesellschaft dieser fragwürdigen Dame angetroffen werden. Nein, das möchte ich Ihnen auch nicht geraten haben. Das könnte böse Folgen haben. Na, wenn sie bisher nicht gekommen ist, dann wird sie auch nicht mehr kommen. Sicherlich nicht. Kaum.
Meine Mission ist ja dann beendet. Gestatten Sie mich verabschiede. Ja, ach, wenn Sie jetzt schon so spät, am liebsten möchte ich mit Ihnen mitgehen. Hilde wird ja doch nicht mehr kommen. Nein, 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 das geht ja nicht. Hilde kommt bestimmt. Rufen Sie leider mal an, nicht? Würden Sie so großen Wert darauf legen, bitte, dann bleibe ich natürlich noch hier. Also, Herr Thomas. Frau. Alles Gute für morgen. Ja. So. Nun haben Sie es ja glücklich erreicht. Jetzt bin ich Ihr Komplize. Ja, wieso habe ich Sie denn gebeten, mich unter falschem Namen vorzustellen? Was blieb mir denn anderes übrig? Es war furchtbar nett von Ihnen. Ich meine, es war immerhin ein sehr guter Einfall von Ihnen. Wer ist denn diese Frau Gollinger? Das haben Sie doch gehört, das ist eine Freundin meiner Braut. Ah, so, die existiert also wirklich? Ja, natürlich. Ist sie nett? Kennen Sie ja selbst noch gar nicht, ist auch völlig belanglos. Hauptsache, dass wir den Detektiv losgeworden sind. Ja, versuchen wir es nochmal mit Herrn Schrader. Bitte sehr, Doktor. Tja, da meldet sich noch immer niemand. Das wird doch nicht passiert sein. Ich bin ein bisschen beunruhigt. Wenn mein Freund inzwischen anrufen sollte, so sagen Sie bitte, ich sei auf dem Weg zu Ihnen. Bitte sehr, Doktor. Danke sehr. Ich werde nochmal versuchen, meine Braut zu erreichen. Sie muss herkommen. Und Sie werden ihr den ganzen Schwindel erklären. Ach, mein Gott, wann werde ich nun heute endlich ins Bett kommen? Also ist er. Hilde. Endlich, Hilde. Schönen guten Abend, mein Junge. Guten Abend. Na, wie habe ich das gemacht? Ist das eine Überraschung? Ja, ziemlich. Ich habe mich doch auf mein Kommen vorbereitet. Ja, du hast mich. Wieso denn? Ich habe dich doch angerufen. Mich gewarnt vor einem Überfall. Das warst du? Ja, natürlich. Die Karlsbader haben mir nämlich ein Telegramm geschickt, ich soll erst einen Tag später kommen. Und da war es doch für mich Ehrensache, dass ich dich vor deinem Hechtsprung in die Ehe nochmal umstoße. Ja, freue mich sehr. Aha, der Polterabend ist wohl schon vorüber. Da störe ich ja gar nicht mehr. Viel gepoltert scheint er übrigens gar nicht zu haben, ist ja nichts mehr zu sehen. Nanu. Sieh da, wer kommt denn aus dem Busch hervor? Ach, na, du bist ja ein toller Bursche, hör mal. Lässt mich hier eine halbe Stunde reden und sagst kein Wort, dass wir nicht alleine sind. Ich. Na, du komm mal zu dir und stell mich mal der zukünftigen Cousine vor. Nicht doch, Theo, das ist. Ne, ich meine. Sag mal, willst du mich vielleicht auf den Arm nehmen? Willst du noch nicht mal einreden, dass du die Nacht vor deiner Hochzeit mit einer fremden Frau verbringst? Das wäre ja nun selbst bei der Großzügigkeit meiner Auffassung ein bisschen starker Tobak. Mein verehrtes Fräulein Petersen, ich bin Ihr Vetter Theodor und heiße Sie herzlich in unserer Familie willkommen. Das ist eine ganz unverdiente Ehre. Also keine falsche Bescheidenheit, ja. Ich meine, mein Vetter ist zwar ein ziemlicher Windhund, aber wenn er Sie zu seiner Frau erwählt hat, dann wird er schon gewusst haben, warum. Was machst du für ein dämliches Gesicht? Wenn ich dir ungelegen komme, dann sag's doch gefälligst. Wie kommst du denn darauf? Aber wie kommen wir denn darauf? Nein, es ist mir heute ein bisschen viel auf ihn eingestürmt und da ist er ein bisschen übermüdet. Sie dürfen ihm das nicht übel nehmen. Ach, dem nehme ich überhaupt nichts übel. Aber wenn ich Sie so ansehe, liebe Hilde, muss ich schon sagen, da hast du einen großartigen Geschmack bewiesen, mein Lieber. Nur bitte. Übrigens, bei der Gelegenheit möchte ich mir erlauben, Ihnen das kleine Geschenk zu überreichen, das ich Ihnen anlässlich Ihrer Hochzeit. Nein, das möchte ich heute nicht annehmen. Also bitte, nun machen Sie es mal wenigstens auf. Ansehen können Sie es doch mal. Ne? Dieser Idiot ist der beste Mann. Na, was sagen Sie? Ja, eigentlich gar nichts. Das Etui ist nämlich leer. Aha. Wieso aha? Aha. Ja, ich hoffe, dass nicht irgendeiner der Herren annimmt, dass ich das verzaubert habe, nicht? Das aber na, die Sache ist ja ganz anders. Hallo. Sag mal, kannst du dich denn gar nicht entsinnen, wann und wo du die Nadel zuletzt gesehen hast? Ja, natürlich kann ich mich entsinnen, aber das ist doch wohl kaum möglich. Wieso, was ist nicht möglich? Ich habe dir doch erzählt, ich hatte doch damals das Erlebnis mit dieser Hoteldiebin. Sie auch? Ist ja nur, weißt du, weil es ja ein komisches Zusammentreffen ist. Verstehst du denn das nicht? Nee, ich bin ja schließlich kein Hellseher, dass ich aus deinem Gestammel klar werde, was du eigentlich meinst. Wenn ich nur den Schimmer einer Ahnung hätte, wo diese verflixte Nadel geblieben ist. Hier!
Lissy. Na, du bist ja ein Engel. Das merkst du erst heute? Na, wie gefällt sie Ihnen? Aber Theo, was ist das für eine Frage? Ich meine ja nicht dich, ich spreche doch von der Brosche. Macht sie sich nicht großartig? Hat sie nicht ein fabelhaftes Feuer? Ich spreche immer von der Brosche. Ich weiß, wirklich ein wunderschönes Stück, ja. Das ist ja auch, sie auch das Hochzeitsgeschenk für meine künftige Cousine. Ach, Sie sind Rodis Braut. Es freut mich riesig, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Lissy Schumann. Ich weiß nicht, ob Ihnen Ihr Bräutigam jemals von mir erzählt hat. Wenn Männer heiraten, stellt sich leider manchmal bei Ihnen ein Gedächtnisschwund ein. Lissy, die Sache ist nämlich... Sieh mal an, du existierst ja auch noch. Ja. Ich denke, du bist längst im Bett. Wäre mal nicht witzig. Aber Sie können ganz beruhigt sein. Die Sache mit ihm war sehr harmlos. Ich bin ganz beruhigt. Bravo, Hilde. Sie gefallen mir immer besser. Darf ich Ihnen die Brosche jetzt geben? Nein, danke vielmals. Ich möchte sie heute noch nicht tragen. Sie sind doch nicht abergläubisch. Doch. Ach, du redest doch keinen Unsinn. Komm, gib mir die Brosche her, wird ja erst morgen geheiratet. Heißt ein abergläubisch. Das ist so streng, nicht? Also tut mir einen Gefallen, Kinder. Geht nach Hause. Ich bin sehr müde. Glaub, ich habe den ganzen Tag... Ist ja auch schon spät. Ich möchte auch gerne gehen. Wir sollen hier so klang- und sanglos verschwinden? Das kommt ja gar nicht in Frage. Ich protestiere auch. Verschwenderisch, wie Natur mich schuf, habe ich ein paar Flaschen mit dem nötigen Zubehör mitgebracht. Ich habe es draußen auf der Terrasse kalt gestellt. Den wird zunächst mal der Hals gebrochen. Eher werdet ihr uns beide hier nicht los. Haben Sie die Wege getan? Herein mit den Flaschen, meine Damen. Liebe Hilde, Sie sind hoffentlich keine Spielverderberin. Nein, das bestimmt nicht. Aber wenn wir noch länger hier herumstehen, kommen womöglich noch mehr Gäste. Franzl, Gott sei Dank. Na bitte, was hab ich gesagt? Was ist denn noch hier mitten in der Nacht? Du hattest mir doch im Hotel hinterlassen, dass du mich dringend sprechen müsstest. Ja, ja, und? Ich habe dann zweimal versucht, dich telefonisch zu erreichen, aber es hat sich niemand gemeldet. Also hat sich niemand gemeldet? Nee, es hat sich niemand gemeldet. Und da bin ich eben selber hergekommen. Doch nicht möglich, so muss doch was nicht in Ordnung sein. Ich glaube, wir kennen uns schon vom Sehen. Ja, ich erinnere mich irgendwie dunkel. Wegener. Kinder, das ist ja unser Kavalier mit den Rosen. Ja, das kann ja lustig werden. Hoffentlich ist der nicht mehr böse. Darf ich bitten, mich auf den Damen vorzustellen? Aber natürlich, gerne. Herr Wegener, Fräulein Hilde Petersen. Ach, Rudis Braut. Ich freue mich außerordentlich, mein gnädiges Fräulein. Ich fürchte schon, es sei etwas passiert, weil Rudi seinen Anruf bei mir so dringlich gemacht hatte. Wo steckt er denn übrigens? Ja, wo steckt er denn? Bastelt am Telefon. Der ist heute überhaupt nicht auf der Höhe. Also jedenfalls setzen wir uns jetzt zusammen aufs Sofa. Ja? Ziehen Sie sich aus, verehrter Star. Ja. Das heißt bloß ein Mantel. Da drüben ist die Flurgarde. Na danke, ich kenne mich schon aus. Wir sollen der Brüderschaft trinken miteinander. Was? Bitte? Auf unsere neue Verwandtschaft. Ja, die Verwandtschaft kam wirklich sehr überraschend. Bitte dich, Theo. Warum denn? Morgen heiraten wir ja erst. Ach, sei doch nicht so albern. Was soll denn bis morgen noch dazwischen kommen? Ja, kann man ja nicht wissen, nicht? Ich glaube, du gönnst mir das Vergnügen nicht. Was heißt denn gönnen, Kinder? Oder geben Sie mir auch einen Korb? Ich wüsste nicht, wie ich ihn begründen sollte. Wollen wir? Wollen wir. Sag mal, wo du in aller Welt hast du mich heute Nacht noch hierher gerufen? Kann er jetzt nicht erklären. Es ist etwas Fürchterliches ist passiert. Aber nichts anmerken lassen, mein Junge. Nichts anmerken. Immer lächeln, lächeln. Und jetzt das Küsschen. Bitte? Aber auf den Mund. Bitte. Hat er denn? Ach, sowas sieht man doch gern. Sowas tut man auch gerne. Ich jedenfalls bin zu weiteren Bruderküssen gerne bereit. Das ist noch gute alte Schule. Alte? Die Jugend steht tatenlos herum. Mach doch nicht so ein dusseliges Gesicht, Rudi, du bist doch sonst nicht so. Sie müssen nämlich wissen, wenn der seinen guten Tag hat, dann hat es bei uns in Frocadero nur so Bruderküsse geregnet. Der Hagel, Hagel. Nichts für ungut, Fräulein Petersen. Och, das macht mir bitte fast gar nichts. Kinder, lass doch meine Vergangenheit, die hat mit der Gegenwart gar nichts zu tun. Na, wenn du erst 15 Jahre verheiratet bist, wirst du vielleicht gerne zu den Sitten und Gebräuchen deiner Vergangenheit zurückkehren. Also kommen Sie nicht so steif, meine Herren. Ich starten Regler. Schade. Ach, Lissy, halt dich. Sind Sie mir noch böse? Ah, keine Spur. Na ja, man kommt sich ja vor wie bei Hof. Also du setzt dich zu deiner Braut, Rudi, und Sie bleiben hier bei mir. So schüchtern, wie Sie tun, sehen Sie ja gar nicht aus. Ihr Vertrauen ehrt mich. Was sind Sie denn eigentlich? Jurist, Assessor beim Polizeipräsidium. So, na, das sind mir gerade die Richtigen. Da war doch neulich ein Herr aus dem Präsidium bei uns im Drogadero, der hat uns einen Witz erzählt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben uns gebogen vor Lachen. Also passen Sie auf. Da war ein junger Mann, der sollte am nächsten Tag heiraten. Lissy! Wenn du jetzt diesen Witz erzählst, verlasse ich sofort das Haus. Ja, aber du bist wirklich unausstehlich. Ja, das finde ich aber auch. Na schön, wenn er nicht will, lassen wir es bleiben. Ehren wir seine Gefühle und stoßen wir an auf unser mit Rechte beliebtes Brautpaar. Herr Doktor, wollen Sie nicht vorher eine kleine Festrede halten? Bis jetzt haben Sie nämlich herzlich wenig gesagt. Ich habe Ihnen den Vortritt gelassen. Aber ich nehme gern die Gelegenheit wahr, Ihnen, mein verehrtes Fräulein Petersen, und dir, mein lieber alter Freund, jung machen an der Gesicht. Zu sagen, wie die Glückwünsche, die wir euch am Morgen in Tage darbringen, heute schon unser ganzes Herz erfüllen. Prost. Gott, wie ergreifend. Na, ich sag's ja.
Unsere Polizei. Es hat geklingelt. Und deswegen brauchst du doch nicht so zu erschrecken. Wie? Ja, aber vielleicht kommt nun noch ein anderer Besuch, nicht? Na, dann hätten wir das Dutzend glücklich bald voll. Also ich sehe mich völlig außerstande, noch irgendwen zu empfangen. Ich kann nicht mehr. Ja, ich glaube auch, dass es zu viel wird für ihn. Wie mag das überhaupt noch sein, so spät am Abend? Ach Gott, wären wir bloß vorhin gegangen. Bitte, es klingelt schon wieder. Ich werde mal rausgehen, den Fall aus der Welt schaffen. So etwas mache ich aus dem Handgelenk. Moment, das wirst du hübsch bleiben lassen. Hier bin ich ja am Hause, nicht? Wird überhaupt nicht aufgemacht, komm, ich setze dich mal wieder hin. Es scheint ja ein rabiater Besuch zu sein. Du musst aufmachen, Rudi, es geht doch nicht. Vielleicht ist es ein Telegramm oder sonst was Wichtiges. Ich muss ihm den Kelch besser neige lernen. Na, schön. Also ich mache nicht auf, mach du mal. Ja, bitte sehr, Sie wünschen. Verzeihung, habe ich das Vergnügen, Herrn Schade? Mein Name ist nämlich Gollinger, Klaus Gollinger. Ich bin der Mann von der Freundin Ihrer Braut. Ach so, ja, ich, Ach, Herr Gollinger, ja, bitte schön. Reden Sie näher, danke. Ich habe Sie erst morgen erwartet. Ja, meine Frau und ich, wir sind schon heute Abend angekommen. Barbara hat sich sofort zu ihrer Braut begeben. Ich selbst hatte noch eine geschäftliche Verabredung mit einem Bekannten. Danke, sehr liebenswürdig. Als ich nun in mein Hotel wieder zurückkomme, da ist meine Frau noch nicht da. Ich rufe bei ihrer Braut an, aber es meldet sich kein Mensch. Na, da habe ich mir dann gedacht, sie wird wahrscheinlich schon unterwegs sein. Ihre Braut begleitet sie ein Stückchen und gehe ins Vestibül und bringe noch schnell einen Cognac. Guten Abend, Herr Riss. Guten Abend. Guten Abend. Da erscheint so eine Art Detektiv und da kuscht sich beim Portier und meine Frau und ich hier im Hotel abgestiegen werden. Ja, und weiter? Ja, ja, ich höre das und trete zu ihm hin und da erfahre ich, dass er hier bei Ihnen gewesen ist und auch meine Frau kennengelernt hat. Aber ich sehe sie nirgends. Ist sie schon fort? Ja, meine Freundin Barbara ist fort. Kurz ehe unsere lieben nächtlichen Gäste kamen, ist sie gegangen. Ach, ihr Fräulein Braut. Oh, Fräulein Petersen, ich freue mich außerordentlich. Ich kenne Sie zwar nur vom Hörensagen, aber ich bin vollständig im Bilde. Das heißt, eigentlich bin ich gar nicht im Bilde. Meine Frau ist ja wirklich ein kleines Teufelskind. Sie hat sie mir nämlich mit schwarzen Haaren und braunen Augen geschildert. Sehr lustig. Dabei sind sie doch blond. Scheint wirklich ein kleiner Spaßvogel zu sein, die Frau Gemahlin. Oh ja, 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 im Spaß machen, da ist sie sehr groß. Da hat sie was auf dem Kasten. Sie haben sich wohl sehr viel zu erzählen gehabt. Oh ja, es nahm kein Ende. Ja, das habe ich gemerkt. Na nun, kommt noch einer? Jetzt gehe ich auch mal ran. Nein, nein, da... Ach, du... Hier bei Schrader. Wer bitte? Frau Barbara Gollinger möchte Ihren Mann sprechen. Ist meine Frau? Bleiben Sie, weißt du, wenn meine Frau da ist, muss ich doch mal verraten. Danke vielmals, Dörfchen. Hallo? Ja, Barbara? Dörfchen? Ja, ja, hier ist Kläuschen. Na, Gott sei Dank, du. Ich habe schon solche Sorge um dich gehabt. Na, nein, ich weiß ja, wie das zusammenhängt. Ihr habt ja ausgiebiges Wiedersehen gefeiert. Wie? Ach, sie ist reizend, entzückend ist sie, wirklich. Genauso, wie du sie mir geschildert hast. Ja, nur hat die schwarze Dame aus Trauer, weil sie dich so lange entbehren musste, ganz blonde Haare gekriegt. Na, ich will nächstes weise. Was denn, die Angelegenheit wieder in Ordnung ist? Was denn für eine Angelegenheit? Was? Was, sie will die Verlobung auflösen? Was ist denn das für ein kannibalischer Unsinn? Die stehen doch in bester Eintracht nebeneinander. Was denn? Ist nicht möglich? Na, bitte überzeug dich doch mal selbst. Ich höre mal Frau Petersen an, aber Frau Petersen. Nein, nein. Nein, sie will nicht, du, sie will nicht. Sie winkt ab. Sie hat Angst, dass es wieder ein Dauergespräch wird. Na, also, dann gute Nacht, mein Kind. Du bist ja todmüde. Ich höre es ja an deiner Stimme. Na, schlaf mal gut. Ich komme dann auch gleich nach Hause. Auf Wiedersehen, Schnäuzchen. Auf Wiedersehen. Bloß wieder die blond gewordene Dame revanchieren. Das kenne ich schon an ihr. Also, Herr Schrader, Sie sehen, der Ehemann ist wieder vollkommen beruhigt. Ich will dich nicht länger zerlassen. Was denn, hier schon gehen? Kommt gar nicht in Frage. Ein Glas Sekt müssen Sie mit uns trinken noch. Dankeschön. Solche Aufforderung kann man natürlich nicht widerstehen. Namliche Gegenwart so charmanter Frau. Notabene unter Polizeiaufsicht. Schade, dass Ihre Frau Gemahlin nicht auch mit hier ist. Können Sie nicht noch irgendwie hierher zitieren? Um Gottes Willen, nein, das wäre des Guten zu viel. Barbara war riesig abgespannt, als sie ging. Warum sollte sich ein Ehemann nicht mal ohne seine Frau amüsieren? Oh, mein Freund, also, was darf man in Gegenwart eines Bräutigams gar nicht sagen? Sehen Sie mal, Herr Schrader, der runzelt schon die Stirn. Ich werde mich doch wohl lieber empfehlen, er sieht schon ganz müde aus. Ach, war er und müde, er hat sich ja nur so gemütlich dahingesetzt. Ehrlich, sehr gemütlich ist das heute Abend. Ach, Kinder, das ist noch lange nichts. Wenn ich erst so richtig in Stimmung bin, fange ich an zu singen wie ein sterbender Schwan. Das müssen wir noch erleben. Herrschaft, ist das ein reizender Abend geworden heute. Ich fahre überhaupt nicht mehr nach Karlsruhe. Hey, und dafür kriegst du einen Kuss. Was machst du denn nun wieder für ein sauertöpfisches Gesicht da drüben? Nun komm mal hier, also jetzt trink mal den Sekt aus. Ach, hast ganz recht, nun ist schon alles ganz egal. Na also, großartig, das verdient auch einen Kuss. Jetzt verabreiche ich ihm mal einen. Oh nein, bitte, ich möchte mich sehr gern. Los, los, los. Aber ja, es ist legitime Braut. Ja, also dann, Rudi, was meinst du vor allen Leuten? Vielleicht einen Bruderkuss? Oder darf es was Besseres sein? Also, Hilde, du bist ein großartiger. Lieber Theo, du, wenn der eine Ahnung hätte, was hier los ist, sag ich jetzt. Rudi!
Ja? Verzeihung. Ich habe so Kopfweh. Könnte ich bitte mal ein bisschen Pyramidon bekommen? Das liegt im Nachtkästchen, da im Fremdzimmer. Sie kennen ja das Zimmer, nicht? Waren ja schon mal, da. Dankeschön. Nanu Persi, was ist denn eigentlich los mit dir? Du kommst mir auch so komisch vor, so unruhig wie ein verfolgter Verbrecher. Ach, dem kann auch nicht schlimmer zumute sein. Ich sage, ich bin in einer fürchterlichen Situation. Meine Braut ist gar nicht meine Braut. Wie bitte? Nee, also ich meine, die Dame, die du hier kennengelernt hast, ist gar nicht meine Braut. Wer ist es denn? Keine Ahnung. Na sag mal, hast du den Verstand verloren? Das ist viel schlimmer als das, du. Also, pass mal auf. Ich habe meinem Freunde Wegener alles erzählt. Sie wissen doch, was er ist, nicht? Das wissen Sie doch. Ja, na also. Sagen Sie mal, wäre es denn da nicht besser, Sie legten ihm ein offenes Geständnis ab? Gut, werde mit ihm sprechen. Ah, was wünschen Sie von mir zu wissen, Herr Assessor? Antworten Sie mir klipp und klar. Geben Sie zu, die gesuchte Hoteldiebin zu sein? Nein. Dann bleibt mir nichts anderes übrig als... Guten Abend allerseits. Ach, Herr Thoman. Entschuldigen Sie, ich entwickle mich hier so langsam zum Stammgast in diesem gastlichen Hause. Aber hören Sie zu, ich habe da bei meinen Nachforschungen eine interessante Entdeckung gemacht. In dem gestohlenen Zigarettenlied. Wie lag unter den Zigaretten ein kleiner Zettel mit Ihrem Namen? Mit meinem Namen? Naja, und mit Ihrer Adresse, Sachsenallee 17. Dabei behaupten Sie doch in keiner Weise mit der Dame in Verbindung zu stehen, ja? Ja, das halte ich auch jetzt noch aufrecht. Und was soll denn der Zettel? Ja, keine Ahnung. Können wir auch nicht erklären. Das ist eine sehr bequeme Methode, den Unwissenden zu spielen. Aber dadurch zerstreuen Sie in keiner Weise die Verdachtsmomente, die sich immer mehr gegen Sie häufen. Also ich verbitte mir einfach, dass ruhig ich jetzt... Blut, Rudi. Fragen Sie doch einmal die Dame, was sie zu dem Zettel zu sagen hat. Was Frau Gollinger mit der ganzen Geschichte zu tun haben soll. Außerdem, wer sind Sie denn? Ich bin Regierungsassessor Dr. Wegener. Oh. Diese Dame ist aber nicht Frau Gollinger, sondern mit höchster Wahrscheinlichkeit die von Ihnen gesuchte Hoteldiebin. Hoteldiebin? Wieso? Herr Schrader hat sie mir doch als Frau Gollinger vorgestellt. Das wollen wir vorerst unerörtert lassen. Also ich meinerseits habe nie behauptet, Frau Gollinger zu sein. Wer sind Sie denn? Das festzustellen, Herr Regierungsassessor Dr. Wegener, überlasse ich Ihrem kriminalistischen Schachsinn. Naja, also, die ganze Sache war mir nicht ganz geheuer. Ich habe gestern Abend im Hotel nachgefragt und da ist ein Ehepaar Gollinger abgestiegen. Das hat damit nicht das Mindeste zu tun. Hier liegt offensichtlich ein Namensmissbrauch vor. Aber um auf den Zettel zurückzukommen, was hat es damit für eine Bewandtnis? Ich habe eine ganz einfache. Ich habe mir die Adresse des Herrn Schrader auf dem Telefonbuch notiert. Ich bitte Sie, Herr Schrader ist ein bekannter Kunstmaler. Ich wollte mich von ihm porträtieren lassen. Um Ausreden sind Sie ja nicht verlegen, aber es wird Ihnen nicht viel nützen. Nein? Na, wo ging denn dieser dicke Seufzer hin? Zu den beiden Glücklichen da drinnen. Aber das kannst du, alter Hagestolz, ja nicht verstehen. Da muss ich sehr bitten. Sehr gut kann ich diesen Zustand sogar verstehen. Ich war... Schon mal verheiratet? Nicht direkt, aber 6-mal war ich so gut wie verlobt. Das Wichtigste wäre nun, die Personalien dieser Dame feststellen zu lassen. Ich würde Ihnen dringend raten, auch in Ihrem eigenen Interesse, mit Herrn Thomas zum Präsidium zu gehen. Mhm. Herr Schrader hat selbstverständlich in der ganzen Angelegenheit nur im guten Glauben gehandelt und ist als Künstler nicht gewohnt, so hinter die Dinge zu sehen wie wir. Natürlich nicht, das ist ja klar. Also dann wollen wir gehen, kommen Sie. Ja, natürlich. Noch wäre es Zeit, hier ein Geständnis abzulegen. Ja, aber ich habe doch nichts zu gestehen. Aber ich danke jedenfalls meinem Schöpfer, dass ich endlich von hier fortkomme. Womit ich natürlich gesagt haben will, dass Ihre Gastfreundschaft nicht vorbildlich war und große Lücken in meiner Bildung ausgefüllt hat. Ich erinnere an Franz von Assisi. Ich werde Sie jedenfalls in bester Erinnerung behalten, Herr Schrader. Meine Herren? Ja, bitte durch die Diele, ja? Ich möchte nicht, dass meine Gäste hier etwas von dem Vorfall merken. Hier bitte gleich links, ja? Da. Eine typische Hochstaplerin. Ja, schade. Zu mir war es eigentlich immer sehr nett. Ich will mal gleich bleiben. Freundlich. Wie? Ja, nicht was zu tun. Schade. Bedauere dich doch lieber selbst. Und vor allen Dingen deiner Braut, die das Opfer dieser raffinierten Frauensperson geworden ist. Hast du sie eigentlich schon gesprochen? Nein. Ich habe schon versucht, sie telefonisch zu erreichen, aber antwortet nicht. Sie meldet sich nicht? Nein. Hat irgendwie nicht gefahren. Ja. Weißt du was, das Beste ist, du gehst selber mal zu ihr. Ich werde mich inzwischen mal auf dem Präsidium erkundigen. Ja, richtig. Ich wollte nur meine Sachen. Hallo, hallo! Wo wollen Sie hin? Wer sind Sie denn? Was wollen Sie denn hier? Das möchte ich Sie auch fragen. Mit welchem Recht? Mit dem Recht des Hausherrn. Ich vertrete ihn und gehöre hier sozusagen zum Hause. Ich bin hier auch so gut wie zu Hause. Das mag vielleicht einmal der Fall gewesen sein, ist es jetzt aber wohl nicht mehr. Herr, was erlauben Sie sich? Gar nichts.
Ich bin Damen gegenüber immer nach Möglichkeit galant. Aber wenn es zu bunt wird, kann ich auch anders. Ja, bin ich denn hier in einem Irrenhaus oder spreche ich Chinesisch? Ach, wo ist Herr Schrader? Interessiert Sie das? Als Braut habe ich wohl das Recht, das zu erfahren. Braut? Braut ist gut. Sogar sehr gut. Um Sie ins Bild zu setzen, ich bin nämlich der Vetter von Rudi. Und das hier ist Freundin Lissy, auch eine frühere gute Freundin von ihm. Und ich hoffe, Sie sind geschmackvoll, genauso wie Sie, ihm sein neues Glück zu gönnen. Ich weiß gar nicht, was Sie da zusammenreden. Ich habe Ihnen doch deutlich genug gesagt, ich bin die Braut von Herrn Schrader, Hilde Petersen. Der Trick ist nicht neu, aber holprig. Also wenn ich Frau Hilde Petersen nicht selbst so gut kennen würde, würde ich ihn ja auf diesen Schwindel reinfallen. Das ist ja unerhört. Bitte verlassen Sie sofort das Haus. Aber liebes Fräulein, regen Sie sich doch nicht so auf. Schauen Sie, dass ein junger Mann eine Geliebte hat, ist schon einmal da gewesen. Und dass er sie nach einer Zeit verlässt, ist auch schon mal vorgekommen. Und dass man sich damit abfinden muss, ist Schicksal. Wohl den, der es unerschüttert trägt. Ihr seid wirklich zwei reizende Krabben. Schade, dass ich schon verheiratet bin. Ja, schade. Das heißt, eigentlich ist es ja nicht schade. Ich wüsste ja gar nicht, welche mir von euch beiden besser gefällt. Also ich verstehe kein Wort. Das glaube ich Ihnen gerne. Aber Sie haben jedenfalls gemerkt, dass ich nicht auf jeden Schwindel reinfalle. Was? Also wenn hier einer schwindelt, dann sind Sie es. Sie können ja gar nicht Vetter Theodor sein. Der ist doch in Karlsbad. Das weiß ich ganz genau. Ach. Woher wissen Sie denn das? Hilde, ein Glück, dass du da bist. Nein, nein, mein Lieber, so nicht. Erst sage mir, was das bedeuten soll. Gestern Abend dieser verdächtige Ritterdienst, für den ich beinahe ins Gefängnis gewandert wäre, und jetzt dieser merkwürdige Empfang? Ja, ich werde das erklären. Wie willst du erklären, dass du, während ich verhaftet bin, hier Feste feierst, noch dazu in Gesellschaft von Damen? Ja, das ist ganz richtig, aber es kam alles so unerwartet, genau wie mein Vetter auch. Es war ja ganz harmlos. Das kann dir ja Theo bezeugen. Harmlos? Na, ich muss sagen, du hast einen merkwürdigen Begriff von Harmlosigkeit. Siehst du, sogar dein eigener Vetter missbraucht hier. Und du bist dir ein, dass ich dich heirate? Einen Mann, der mich schon vor der Ehe belügt? Hilde, wie kannst du denn sowas sagen? Jetzt weiß ich auch, warum du dich mit Händen und Füßen gegen einen Polterabend gesträubt hast. Du wolltest eben ohne mich Abschied von deinem Junggesellenleben feiern. Hilde, ich schwöre dir, es ist ja nicht das Geringste vorgefallen. Nein, 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 es ist schon allerhand vorgefallen. Du hast mir hier eine wildfremde Dame als deine Braut vorgestellt, die in keinster Weise deine Braut war. Das ist ja unerhört. Das hast du getan? Ich nicht. Er. Ist natürlich du. Ich? Du hast mir doch den ganzen Salat angerührt. Ist doch, du bist doch gleich wie ein Wilder, bist du auf die Dame losgestürzt und hast sie für deine Cousine erklärt. Ich muss sehr bitten, ja? Na. Ich stürze nie wie ein Wilder auf Damen los. Das ist ja ein Skandal ohnegleichen. Das ist ein Skandal. Da kommt eine fremde Frau und spielt meine Rolle. Wer war diese Frau? Ich bitte nicht. Ich eigne mich zu allem, nur nicht zur Braut. Was? Na doch, doch, natürlich, neuerdings. Wer war ich denn? Das möchte ich auch wissen. Weiß ich nicht. Was? Ich kenne sie nicht. Das gibt's doch gar nicht. Sie kann doch nicht einfach von der Straße raufgekommen sein. Doch, doch. Gerade das war's. Da willst du uns hier noch lange für einen Narren halten? Ganz klar sehe ich da noch nicht, aber ich vermute, es war eine Hoteldiebin. Eine Hoteldiebin? Ja. Mit einer Hoteldiebin habe ausgerechnet ich Brüderschaft getrunken? Ja, und geküsst. Und geküsst. Oh, geküsst. Na, vielleicht mal im Gedränge. So im Gedränge, es war ganz schön. Ich habe euch beobachtet. Ja. War ja der Dame direkt unangenehmer. Hätte mal die arme Frau sehen sollen. Rudi, die Sache wird immer verworrener. Entschuldigen Sie meine Erregung, aber es ist seit gestern Abend so viel Unangenehmes hereingebrochen über meinen Freund, über Sie, über uns alle. Aber keinen von uns kann einen Vorwurf treffen. Denn ich habe das Gefühl, wir sind alle in ein ungeheuer raffiniertes Komplott verwickelt. Ich kann doch offen reden. Also ich bitte dich sogar darum, diesen Herrschaften mal zu... Also, ich komme auf das Präsidium und stelle fest, dass es einen Hoteldetektiv namens Thomas im Grand Hotel überhaupt nicht gibt. Ja, was? Ebenso wenig liegt ein Fahndungsbefehl gegen eine Diebin vor, die gestern im Grand Hotel ein goldenes Etui gestohlen hat. Nein. Letzte Fall dieser Art liegt mindestens 4 Wochen zurück. Natürlich hat sich auch dieser famose Herr Thomas bis jetzt auf dem Präsidium nicht blicken lassen. Das geht über meinen Horizont. Über meinen auch. Es liegt gar kein Fahndungsbefehl vor? Nein. Ja, aber... Wer soll denn dieser Herr Thomas gewesen sein? Hilde, du warst da mit ihm im Grand Hotel. Nein, dieser Mann hat mich nur zu meiner Wohnung begleitet. Da habe ich mich ausgewiesen und damit war der Fall für ihn erledigt. Na ja, aber er war doch dann wieder hier, um die vermeintliche Frau Gollinger zu verhaften. Wen? Also, frag nicht, ich erkläre alles später, ja? Ich sagen Sie, was halten Sie denn von der Sache, Herr Assessor? Ich sehe selbst noch nicht klar, aber so viel erscheint mir gewiss, zwischen dieser mysteriösen Dame und dem angeblichen Hoteldetektiv besteht irgendein Zusammenhang. Sie meinen, die beiden stecken zusammen unter einer Decke? Unzweifelhaft, dafür spricht ja auch der Zettel mit deiner Adresse. Der ganze Diebstahl war nur fingiert, nur ein Vorwand, um hier festen Fuß fassen zu können. Deshalb ist der Mann ja auch immer wieder gekommen. Der Coup, den dieses Pärchen vorhat, soll wahrscheinlich erst noch gelandet werden. Um Gottes Willen, was für ein Coup? Das weiß ich natürlich nicht, aber ich bin sicher, wir werden noch eine ganz große Überraschung erleben. Guten Abend allerseits. Na, da ist er ja schon. Ja, denken Sie, mich zieht immer wieder hierher zurück. Ja, können wir uns denken, Herr Thomas war ja wohl Ihr Name, nicht wahr? Ja. War ja wohl, lassen Sie mal,
Wir sind alle sehr gespannt, was Sie denn nun jetzt Neues haben. Sind ja rührig, sind Sie ja. Das muss man Ihnen lassen. Rudi, überlasse ihn mir. Darf ich mal bitten? Ja, aber gerne. Wie natürlich. Ist die Sache mit der Dame ausgegangen? Haben Sie Ihre Personalien feststellen lassen? Nein, das war nicht nötig. Die Dame hat mir unterwegs erklärt, dass sie sich einwandfrei legitimieren könnte und das hat sie auch getan. Wie hat sie sich legitimiert? Sehr einfach, durch ihren Pass, durch die Hoteldirektion und durch ihren Mann. Halt, das stimmt schon nicht. Wieso? Der Mann dieser Dame ist nämlich in Hamburg. Nein, da muss ich Ihnen sagen, das stimmt erst recht nicht. Der Mann dieser Dame, der ist hier. Wo? Das ist meine Freundin Barbara Gollinger, der dazugehörige Ehemann Klaus Gollinger und sein Bruder Thomas Gollinger. Frau Gollinger? Dann sind Sie also gar keine Hoteldiebin? Nein, lieber Theo. Ich bin eine anständige Frau. Ja, das ist meine Schwägerin. Sie sind gar kein Detektiv? Nein, das ist mein Bruder Thomas. Der ist Kriminalschriftsteller. Ja, also nur verstehe. Was hat denn das hier nur eigentlich alles zu bedeuten? Ich finde alles. Polterabend, mein Lieber. Du wolltest keine. Wir hatten uns aber in den Kopf gesetzt, ihn zu veranstalten. Und jetzt poltern wir eben. Na, ja, Mann.